Messi. Jano. Die erste große Möglichkeit und das 1:0 für Barcelona. Iniesta, zweite Minute. Das ging aber fix. Viel zu schnell für Jean. Ja, unglücklich noch abgelenkt der Ball von der ukrainischen Verteidigung und Iniesta reagiert dann blitzschnell. Schiebt den Ball am Torhüter vorbei. Weiß gewinnen, ist froh, wenn da die Kugel aus der Gefahrenzone ist, aber es ist schon wieder zurück. Das ist ein Tor. 2:0. Dani Alves. 34. Minute, Barcelona 2, Schachtar mit Dani Alves. Erhöht hier im Camp Nou. Der spezielle Jubel von Dani Alves und Adriano. Ja, Dani Alves ganz stark in der Offensive, einige Mängel in der Defensivarbeit, aber da sieht man ihm natürlich an, der Pass kam von Andres Iniesta. Kein Offside, ganz schwierig aufzuklären. Also Iniesta mit einem Tor und mit einem magistralen Piatto. Hier allerdings ist er geschlagen, 3:0 für Barcelona. Der Schuss von Piqué abgefälscht und wieder haben die Ukrainer in der Abwehr geschlafen. Alle haben sie auf den Flankenball gewartet, der Ball kam flach zur Mitte, dann wurde er weitergespielt zu Piqué und der war ganz alleine und trifft hier und das war dann wohl die Vorentscheidung. Barcelona 3. Keine Chance für André Piatov, aber so viel Platz, das... Er holt sich hier eine weitere Verwarnung ab. Und hier fällt der Treffer. 3:1. Oha. Also das wichtige Auswärtstor ist da. Für Shakhtar Donetsk in der 59. Minute. Und der Partie kann das natürlich nur gut tun. Rakitski, der Innenverteidiger, lenkt den Ball mit dem Schienbein über die Linie. Auch hier war etwas Glück dabei, so in der Endabrechnung wehtun. Die Antwort mit Messi. Oh, was für ein Tor! Seydou Keita! 4:1! In der gleichen Minute! Ich werde verrückt! Himmlisch dieses Tor! Von Seydou Keita. Was für eine Antwort. Der Gigant wurde gekitzelt und schlägt zurück. Vorlage Messi und dann aber mit dem Vollspann aufgezogen und genau in den Winkel gesetzt. Ein Riesentor von Seydou Keita. Alves. Xavi. Einmal Alves. Und das ist das 5:1. Genial vorbereitet von Dani Alves. Und abgeschlossen vom Captain von Xavi. 5:1. Und jetzt wird doch noch ein richtig brutales Resultat. Also die Verteidigungsarbeit beinahe eingestellt beim ukrainischen Gast. Barcelona nützt die Freiheiten. Alves tänzelt hier locker an seinem Gegenspieler vorbei. Im Zentrum, da hat man eh aufgehört mit der Arbeit. Xavi ging da völlig vergessen. Schauen Sie hin, wie viel Platz, Zeit und Raum der hat. 5:1, die logische Folge.